Einen wunderschönen guten Tag hier auf der Rockwood LS15 Force Projekt. Ich habe jetzt hoffentlich hier gerade meine Steuerung wieder so hingekriegt, wie sie sein sollte. Aber ich glaube, ich komme an dem Baum nicht vorbei. Doch, komme ich sogar. Ha, perfekt. Dann legen wir doch die Stämme dahinter, auch wenn es gerade nicht gesund ausschaut fürs Fahrzeug. Aber das geht schon. So. Nochmal, auf jeden Fall geht jetzt mein Feuerknopf wieder, beziehungsweise in dem Fall ja die gute Schneide-Taste. Jetzt bloß mal hier doch Innenperspektive fahren. Das geht irgendwie, glaube ich, trotzdem besser. Habe ich jetzt. Ne, habe ich nicht. Jetzt ist er eingefahren, genau. So, und ab geht's dafür. Ja, wenn natürlich. Hey. Na. So, jetzt aber. Dann machen wir uns hier mal noch, glaube ich, wieder einen neuen Haufen. Weil sonst wird das, oder? Ach, vielleicht. Ja, bleibst du stehen. Legen wir es mal hier noch ab. Normal sollte das noch funktionieren. Schaut ganz gut aus. Ja, bis auf das, dass die Äste in der Kabine drin hängen. Aber ansonsten geht das doch gar nicht mal so schlecht hier. So. Genau das. Und dann geht es eh schon hier mit schnellen Schritten weiter. Ich sehe gerade gar nicht, wo der Baum ist. Irgendwie. Okay, aber ich bin wohl dran. Gut, dann ziehen wir mal das ganze Gerät hier ein. Dass wir hier nicht irgendwie das Gewicht in die falsche Richtung kriegen. Ups, so. Und runter und dann. Läuft das? So, perfekt, genau. Und noch ein bisschen was hier zusammenschneiden und dann fangen wir auch erstmal wieder das Auflegen an, um hier nicht wieder zu viel rumliegen zu haben. Das wäre wieder wahrscheinlich dann ein kleines Problemchen. Ups. So. Das mal dahinter. Genau. So und gut. Dann lassen wir das, glaube ich, erstmal so, wie wir es jetzt gerade haben. Stellen wir den hier einfach mal ab und machen den aus. Genau, Klammer geht zu. Und dann starten wir hier mal wieder in unser Gerät, beziehungsweise, ja, ich wollte eigentlich noch ein Gerät hier kaufen, dass ich das endlich mal mache. Irgendwie habe ich das immer noch nicht gemacht, dass wir hier mal endlich unseren Skidder mal mit reinnehmen. Der ist irgendwie die ganze Zeit auf der Strecke geblieben. Na, komm. Na, komm. Ein bisschen ausfahren hier wieder. Na, komm. Jetzt aber, ey. Magst du mich jetzt ärgern? Warum liegt denn der jetzt so scheiße auf der Bordwand und ich sehe irgendwie nix? Der hat doch so viel über. Na, jetzt auch. So, einmal öffnen. Dankeschön. Das ist aber nett. So. Den Arm mal runter und dann machen wir den dabei erstmal aus. Ruhe. Und schauen mal, was da geht. Es geht. Ich hoffe, ich habe ihn rein. Eigentlich sollte er drin sein. Ja, ist er drin.
Den kaufen wir jetzt einfach mal. Und schauen mal, was der kann. Ich habe mit dem noch nie gearbeitet. Aber ich bin gespannt. Und irgendwie gibt es jetzt hier. Gott, da gibt es ein paar Punkte hinten drauf, die irgendwie dann diese Schwimmstellung schalten. Und ja, das werden wir uns jetzt einfach mal hier angucken, was der so kann. Geschwindigkeitstechnisch kann er schon mal nicht so viel. Muss ich jetzt einfach mal so hier anmerken. Das ist der Arm. Das macht nix. Das auch nix. Ah, da ist das Schild. Okay. Gut. Habe ich schon mal so weit. Was? Steuerung rechts und Keep it 4. Hat er jetzt da was eingeblendet? Und Keep it 9. Das ist die. Sieben, okay, Steuerung. Hä? Steuerung rechts. Das ist Steuerung links. Steuerung rechts. Keep it 9, geht nicht. Okay. Also Steuerung und Keep it 4 geht. Okay, das ist Arbeitslicht. Das brauchen wir jetzt nicht. Ah ja, ja, machen wir es halt so. Gut, dann kriegt er erstmal Ketten hier. Und da können wir eigentlich auch gleich hier Querfeld einfahren. Das sollte er ja eigentlich können. Dann bin ich mal gespannt, ob das überhaupt mit 6 Meter Stämmen bringt. Es eigentlich jetzt nicht allzu viel. Muss man auch dazu sagen. Aber ich möchte es einfach ausprobieren. Und dann nehmen wir mal noch, gehen wir einfach mal mitten rein in die ganze Geschichte hier. Ich glaube, genau bei dem Fahrzeug macht sich auch wieder das Lenkrad bemerkbar. So. Dann schließen wir mal die Zange. Okay. Doch ganze 2 Stämme. Und jetzt, warte mal, jetzt muss ich hier noch auf diese Schwimmstellung. So. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt diese Schwimmstellung ist oder nicht. Aber es sieht fast danach aus. Ui, ja, okay. Das könnte fast die Schwimmstellung sein. Jetzt schauen wir doch mal. Ja, mit 6 Meter Stämmen ist das natürlich echt eigentlich. Ah ja, okay. Jetzt müsste ich hier theoretisch diese Schwimmstellung rausnehmen und dann in die falsche Richtung. Okay, zurückgeschoben kriegt man die definitiv nicht. Das ist die fixe Uhr. Okay, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht hier. Glaube ich. So. Jetzt ist aber wieder die. Ja, okay. Also grundsätzlich funktioniert das mal mit dieser Schwimmstellung hier. Das ist doch schon mal was. So, jetzt legen wir die einfach mal hier daneben ab. Und schauen mal, dass wir eben den Rest hier irgendwie so rausgezogen kriegen. Aber da könnte man natürlich jetzt dann doch mal Langholz anfangen mit dem Harvester dann klein schneiden und dann dementsprechend hier verarbeiten. Jetzt würde ich nur gerne mal hier ein paar mehr als 2 irgendwie rausziehen.
Gucken wir mal, ob das auch funktioniert. Naja, es werden schon wieder weniger. Okay. Gehört also irgendwie so viele Baumstämme mager dann auch. Ah, okay. Ja, das ist natürlich blöd, wenn die sich selbstständig machen. Okay. Ja, werden wir dann mit Langholz probieren, das Ganze. Das machen wir dann definitiv. Und ja, dabei machen wir aber das Ganze hier mit der normalen Geschichte erstmal wieder. Laden hier mal das Zeug auf und... Den kann ich wieder nicht. Okay, das ist echt ein bisschen blöd hier mit den Steuerungen. Also einerseits zwar gut, dass man sie aufteilt auf verschiedene Tastenbelegungen, andererseits irgendwie auch nicht. Weil wenn man jetzt nur einen Joystick benutzen will, dann muss man halt doch immer mit beiden. Beim Frontlader geht's eben. Den kann man so einstellen, dass er eben dann auf dem Steuerkreuz vom Joystick läuft. Aber bei den Forstmaschinen geht es in dem Fall nicht direkt übers Spiel. Muss man dann alles einzeln nochmal nachstellen im Profiler oder wie auch immer das Programm heißt, dass wir mal wieder das Thema mit der Steuerung auch hier drin haben. Das ist irgendwie so ein Allzeitthema. So, einmal öffnen bitte, danke. Und dann hätte ich gerne diesen einen hier nochmal. So, gut. Haben wir das auch? Ups. Dann legen wir bloß die Zange da oben drauf, dass die Baumstämme eventuell nicht so rutschen. Nicht so viel rutschen zumindest. Und wir hier dann halbwegs ordentlich hoffentlich den Rest hier aufladen können. Ups. So, stellen wir uns da mal relativ nah hin. Und ja, am besten das Fahrzeug immer so ein bisschen mit dem Heck nach oben, dann hat man eigentlich die höchste Erfolgschance, ne, so, die höchste Erfolgschance, dass die Baumstämme auch da liegen bleiben, wo sie sein sollen. So. Und dann füllen wir hier mal. Ja, wie gesagt, ich möchte dann noch den LKW... Hallo, bleibst du jetzt mal stehen? Ich glaube, ich muss echt die Handbremse wieder aktivieren bei Drive Control. Irgendwie rollen mir die Fahrzeuge hier im Forst immer wieder rum. Das ist nicht so gut. So. Ups. Na, komm. Hier. Einmal rein und aufgemacht und gut ist so. Ja, irgendwie, also wie gesagt, mit 6 Meter Stämmen bin ich dann doch lieber unterwegs. Die funktionieren eigentlich ganz gut hier. So, den noch ein bisschen an die Bordwand hin. Gut so, genau. Und dann nehmen wir uns den hier unten noch. Jupp, genau. Diesen einen. So. Und dann gleich die nächste.
So, ein bisschen ausfahren hier. Nicht so viel ausfahren. So. Gut. Für heute haben wir es auch schon wieder. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen aufladen, beziehungsweise wir sehen uns ja dann hoffentlich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich mal wieder bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.